Hey Leute, willkommen zurück zu Paper Mario Color Splash. Wir haben den Föhn hier aus dem Vulkan. Aber wo kriegen wir den Stern hier? Hat er recht. Sicher? Ja, wenn es der B-Gänge könnte die heiße Quelle hier noch ein bisschen heißer sein. Oh, guck mal der. Ach, diese heiße Quelle ist einfach wundervoll. Sie hat die perfekte Temperatur. Hm. Nur schade, dass ich mich bald wieder auswringen und den Härten des realen Lebens stellen muss. Oh, auch schon wieder tot. 45. Wie viel sind denn das? Sag mal. Viele. Guck mal, im Hintergrund, siehst du das? Das ist schon wieder Luigi. Der Spanner. Ist so. Hinter dem Wasserfall. Oh je, ehrlich gesagt, das ist hier doch ein kleines... bisschen zu heiß. Ich finde dich ehrlich echt sympathisch, Mario. Aber ich will dich hier entspannen und keine Gespräche führen, okay? Oh, das kann man ausschneiden. Da vorne. Man den da raus? Den anderen haben wir auch nicht rausgekriegt. Kriegt man Luigi da raus? Ja, ist er. Da sieht man ihn ja. Guck mal. Oh Mann, man sieht ihn aber nicht im Bild, schade. Es gibt einen Bonus von 300 Münzen. Er hat halt sich umgeguckt und jetzt rennt er weg. Der Spanner Luigi, ey. Ja, gut. Ich hätte den anderen auch ausschneiden können. Hat sich dieser Kerl etwa verkleidet, damit er aussieht wie du? Da fühlt man sich bestimmt merkwürdig. Ja, das war nur sein komischer Bruder Luigi. Als ob du seinen Bruder nicht kennst. Ja. Achtung, Wasser enthält Wasser. Wasser ist heiß und kann zu Nässe führen. Bitte verklagen Sie uns nicht. Oh. America. Wow. America. Ja, das ist echt so. Da geht's nicht weiter. Ich dachte, kommt man denn an den Stern jetzt? Ja, und so. Oh, da ist eine Farbe drin. Noch was auf dem Schild hier, oder? Da war noch ein zweites Schild. Nö. Oh, guck mal dahinter, da hast du das gerade gesehen. Au, au, au. Und das ist kaputt noch oder so? Ah, guck noch. Hm, irgendwo hinter der Wand muss ein Farbstern stecken. Ja, ich will zuerst spannen. Man sieht ja gar nichts bei so viel Dampf. Dahinter muss es doch eine zweite heiße Quelle geben. Jetzt lass mich doch mal. Nein, du kannst nicht. Wenn mich dich spannen lässt. Nein! Was kommt man denn dahinter? Ah! Kannst Eis. Du durch das? Nee. Und durch den Wasserfall. Natürlich kann man durch den Wasserfall. Oh, das ist ein Shy Guys. Ach ja, nee, Sniffit. Ich glaube, ich werde den Job als Sniffit aufgeben und mich hier als Bademeister bewerben. Ja, ich auch. Die Ausbeutung durch Bowser geht mir schon lange auf den Rüssel. Oh. Na, guck mal die. Oh nein. Die Spanner. Spannend. Zieh mich mal an. Da badet jemand. Komm mal, ihr. Oh, er ist so wunderschön. Was, er? Was ist das? Das ist ein Geist. Wow. Hey! Oh! Achso, genau, wenn die beobachtet werden, sind die ja so... Ihr dürft nur Geister rein! Zum Sternchen. Und lass ihn doch baden. Ich wollte mit dem Quatsch. Ach so. Aber wir haben uns doch nur den Farbstein angesehen. Lauts gemacht. Nein, ich bin hier raus. Wenn ich mal springen hier. Lauts gemacht. Oh doch. You broke the game. You broke the game. Oh, der Geist. Der Geister. Süß. Ja, oh, der Farbstern. Oder andere Farbsterne in einem anderen Vulkan oder sowas. Mhm. Im Vulkan Siena, da gab es übrigens noch einen Farbstern. Den haben wir noch nicht gefunden. Aber wie kommt man da hin? Das werden wir jetzt vielleicht rauskriegen. Ist da überhaupt noch was hier? Nee, orange ist noch was. Wodka, oder? Wow. Ah, ach so. Dachte schon, nee. Ja, das ist ja immer irgendein Weg. Also ein Stern ist immer ein Weg, gleich. Aber... Ein Brief ist ein Bob Bispo. Da ist einer und da ist einer. Oh, da kommen wir bestimmt noch nicht ran. Nee, was machen wir jetzt? Zur Paprikaterie. Stimmt. Ach, stimmt. Da gehe ich zuerst mal hin, bevor ich den Brief lese. Mhm. Dann haben wir es für Bob Bispo. Lese, ne? Nee. Was war die denn? Kann man das leider nicht. Oh, wie weit?
Kolosseum. Da, dann, nee, da, wo der Zug steht. Was ist das? Das zweite hier, glaube ich, war es, ne? Ja. Also, ja. 78%. Ja, wir kamen noch nicht weiter. Hinten im VIP-Raum waren wir, glaube ich, noch nicht. Die Paprikaterie. Mist, das müssten wir eigentlich noch abgeben, ne? Die Karte jetzt. Guck mal, da oben waren wir auch noch nicht. Mhm. Musik passt halt gar nicht irgendwie. Das ist so ein Nobel-Restaurant. Das ist so Western-mäßig, ne? Ja, die sind immer noch da. So, aber die Küche. Nee, okay. Ist die Küche. Da hinten. Das ist die Küche. Nein, da hinten. Da war der VIP-Raum. Oh. Ajo. Ajo. Ja, mal gucken. Den haben wir ja schon. Ja. Ausschneiden. Okay. Wir sind auch nicht durch den Hinterausgang raus, kann es sein? Doch, sind wir. Ja? Hm. Da haben wir irgendwas vergessen. Okay, befreien wir mal den kleinen Toad in Port Prisma gleich. Nicht wieder kochen. Das war nur optional, ich glaube nicht, dass es muss. So, jetzt. Ja. Endlich. Ja. Geduld. Komm nicht so schnell. Föhn. Ja, der Föhn. Sehr gespannt. Wisse gar nicht. Alter, das ist ein Industrieföhn, guck mal. Oh yeah. Jetzt kann man die Lupe quetschen. Und jetzt, jetzt kann ich den Kühlschrank verwenden. Selber stellt sich jetzt selber ran. Wow. Ich möchte mir das letzte Stück Mamma Mia Pizza als Mitternachtsimbiss aufbewahren. Na toll. Und wir stehen schon wegen der Sache mit dem VIP in deiner Schuld. Daher lass mich dir erneut einen Dank aussprechen. Und als Zeichen unserer Wertschätzung kannst du jederzeit seltsame Dings ausquetschen. Also dieses seltsame, ja. Die Lupe. Den kleinen groß machen, that's what she said. Ja, aber was fehlt hier noch? Ja, dass wir hinten raus sind? Ja, mach mal. Ich weiß auch, wo du rauskommst. Ja, hinten. Ja, wo sonst? Was für eine Anti-Unterhaltung. Durch den Hinterausgang. Wo kommst du Wasser raus aus dem Wasser? Was ist das, ein Arbeitsvertrag? Arbeitsvertrag. Oh Gott. Mein Schreibtisch abgeschnitten. Ich habe überall so Ränder. Ränder. Ah, da oben können wir unten. Jetzt gerade nicht. Wir müssen ja auch in einem anderen noch die eine Kiste färben. Da geht's ja auch noch nicht. Wow. Ernsthaft. Hab's gewusst. Du hast das Level auch schon gespielt. Nein, du hast die Stelle hier gespielt und ich habe gesagt, schlag doch mal da mit der Farbe. Nein. Hast du nicht gemacht. Warum soll ich denn nicht? Nö, mach ich nicht. Hast du nicht gemacht. Deswegen hat es nicht funktioniert. Haha. Let's go. So. Ein paar Sekunden Zeit sparen. Haben wir jetzt 100? Ja! Das war's. Oh Gott, ich habe erst die vierte Schnick-Schnack-Guck-Arena. Es gibt 8 insgesamt, ne? Was ist denn lustig drauf, habt ihr zu machen? Keine! 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 Ich habe keine Lust, alle Schnick-Schnack-Schnuck-Dinger zu machen. Weil du musst alle 8 machen, dann erfährst du. Nein, Entschuldigung. Wer der Meister Schnuck ist. Ach so. Mit dem Handschuh auf dem Kopf, der? Ja, mit dem Handschuh auf dem Kopf. Ja, dann erfährt man auf jeden Fall, wer der Typ ist. So, um spannend zu machen. Nein. Und doch. Oh Gott. Der ist bald noch nicht so ganz fit. Sexy. Was? So. Oh, wir haben alle 3. Ach nein, nicht zu labern. Schlaui-Pilz. Schlaui-Schlumpfpilz. Oh, die sind ja fast alle schon, ne? Das ist richtig gut. Oh, so viele. 4 Stück. Ist irgendwie ein bisschen genug, um die abzugeben, ne? Ja, guck mal. Achtung, passt mal auf. Man sieht's gar nicht. Wir haben hier, eine fehlt noch. Auf der zweiten 3 insgesamt.
4, 5, 6. Sechs Karten noch. Sechs Karten, dann haben wir alle. Geil. Hat sich also gelohnt, hier dran zu bleiben, finde ich. Ich wette, wir finden die alle noch im Laufe des Spiels. Das geht übrigens, wenn ich mal ein Nintendo-Spiel nennen darf. Ich spiele gerade Animal Crossing und da kann man auch so ganz viel im Museum abgeben. Das mache ich auch immer. Oh. Das findest du total süß, ja. Animal Crossing. Aber das kann ich nur ohne Ton spielen. Echt, ist das schlimm. Ich weiß, dass Kati hier im Musician das total gerne spielen. Ja, ich kann das wirklich nur ohne Ton spielen, weil die reden halt die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ja. Das geht leider nicht. Oh nein, ich hab. Kann ich die nochmal kaufen? Ja. Oder ich muss mir nochmal holen aus der Publikaterie. Nee, wir kaufen sie. Ja, ich muss. Ich hab keinen Bock, jetzt mal hinzureden und dann nochmal. Aber ja, die reden wirklich die ganze Zeit so. Das ist anstrengend. Kann das nicht ausstellen? Oh, nee, ohne Ton kann ich spielen. Da musst du die ganze Zeit nur Bären sammeln, hat sie mir erzählt. Ja, ist doch sehr cool. Gerade baue ich eine Uhr in meiner Stadt, in Kakeberg. Ja, Kakeberg habe ich vorgeschlagen. Kakeberg. In Kakeberg baue ich jetzt eine Uhr. Kakeberg. Und gestern war halt dann auch da Weihnachten und dann hat sie auch Geschenk. Oh, komm, wir haben fast alle Dings übrigens. Denen nur noch drei Stück. Drei Dings. Bin ich ja gespannt, was da noch kommt. Oh, komm, die Loot. Nochmal, kauft mal 10 Dingskarten hintereinander. Das Spaß. Warum kaufst du denn jetzt noch was? Megafon? Den Föhn meine ich. Ich wollte den auch noch gebrauchen. Weiß es nicht. So, jetzt holen wir erstmal den kleinen Toad und dann, wie geht's weiter? Aber dann alle roten. Der hat keine Haare, Lia. Was hier, der hat die Mütze hochgeworfen. Die Mütze ist so ein Stück hoch. Klappt ihr das gesehen? Der hat. So. Mario wird halt auch nicht jünger. Der Schnauzer färbt er sich bestimmt. Guck mal, wie lange der schon rumrennt und Peach rettet. Der Schnauzer färbt er sich bestimmt auch. Wir können ja gleich mal den Brief lesen. Vielleicht steht da auch, wie es weitergeht. Lass mal den Taub befreien. Ja. Der wartet ja schon nur. Oh, Peach Briefe kommen jetzt zum Glück auch nicht mehr. Ne? Die wird ja geschnappt von Bowser. Ja, stimmt. Oh, Mario, ich schreib dir mal einen Brief. Oh, ich weiß halt nicht. Nein, ich will nicht die Geschichte noch. Nein. Nein. Gucken wir mal zum Schluss an, wenn wir alle 6 haben. Ja. Ich find's voll gut, dass wir draufhauen. Dann kriegt voll die Farbe dann jedes Mal. Die Sterne. So. Nein. Nein. Oh. Achtung, das ist voll der riesige Tod dann auf einmal, der größte von allen. Ja, stimmt. Der wird sogar der Chef, sage ich dir, der Retter Tod. Ja, voll schön, aber der kleinste. Also der Chef. Wir müssen ein bisschen größer werden, mindestens 3-mal so groß. Traum erfüllt. Das ist ganz pixelig. Wow. Oh, nee, ist nochmal. Ja. Lams. Einen Moment. Was ist gerade passiert? Ich fühle mich so anders. Mario, bist du etwa geschrumpft? Nein, Dummerchen, du bist größer geworden. Toll, sehr großartig. Braucht ihr was aus dem obersten Regal? Kein Problem für mich. Nein, besser noch. Jetzt kann ich endlich den Rettertons beitreten. Oh, komm, wie hat sich. Verzeihung. Du liebes Bisschen, wie viel Müsli hast du denn gegessen? Du bist mehr als qualifiziert für die Retter Toads. Und ich kann dich nicht mehr kleiner nennen. Willkommen im Team. Kriegt dann Halstuch. Vielen Dank. Ja. Und eine rote Weste. Ja, nein. Aber eine rote Weste. Kannst kaum glauben, mein Traum wird wahr. Oh ja, natürlich. Selbstverständlich. Du fängst als Praktikant an. Aber ich sehe große Dinge in deiner Zukunft. Oh Gott, die Waschmaschine. Oh nein. Ach, guck mal. Oder Retter Toad Rekrut bereits zum Einsatz. Bereit zum Einsatz. Yay, haben wir alle. Nee, da kommen mal rechts fehlen noch welche. Oh nein. Wie sind denn das? Sag mal. Daruma. Neuigkeiten von den Retter Toads. Ich stehe derzeit nicht mit allen meiner Anführer in Kontakt. Oh nein, wir brauchen noch. Wo kriegen wir jetzt noch welche her? Ich glaube, wir müssen nochmal in den Vulkan. In beiden Vulkanen, oder? Ja. Hier ist ja erstmal die Post. Ach, stimmt. Stimmt.
Mario! Danke, dass du uns geholfen hast. Das gibt's wahrscheinlich nur. Ja. Mario! Ich kann meinen Kühlschrank wieder benutzen. Oh, Dankeschön. Keine Karten. Wir brauchen Achso. Karten. Doch, wir brauchen Karten immer. Aber wir haben nur 600. Ja. Ich gehe nicht nochmal farmen jetzt, weil ich kann. Nein. Das hat so lange gedauert. Ach. Während der Zeit war ich duschen. Ja, hallo Mario, du hast gerade das Post. Oh, hallo großer Bruder, hier ist dein kleiner Bruder Luigi, du weißt schon, etwas größer als du mit grüner Mütze. Hast du schon mal eine Tür mit sich drehenden Feldern? Nein, haben wir noch nicht gesehen. Tja, sobald du einmal durch eine Tür gegangen bist, kommt sie eine zusätzliche Farbe. Und zwar keine normale, sondern Regenbogenfarben. Solltest du dir mal ansehen. Nicht vergessen, alte Briefe kannst du jederzeit nochmal lesen. Ja. Oh, Luigi, ey. Danke Luigi, du bist ein Fuchs. Bist ja ein Tausendsasser. Das ist die Frage, wir haben jetzt nur noch hier oben. Jetzt haben wir alle Farbsterne, weil die sind alle blau. Oh ne, guck mal hier unten. Das ist noch gelb. Guck mal, die beiden noch. Sollen wir mal ein Bonsai heilen? Weil grün fehlt noch. Wir gehen mal gucken. Da fehlt ja noch ein Farbstern. Ja, aber ich sage, das ist noch. Ne? War das da nicht da, wo das alles groß und dann total klein war? Ja. Das war nicht schön. Oh, die gelben Rettertors. Ah, guck mal, da renne ich. Hast du trainiert, Mario? Jetzt damit geht so die Babykarotte, ne? Quetschen! Quetsch. Der werde ich. Ja, dann ist die Frage, ne? Da ist die Frage. Oh, guck mal, sie sind traurig. Diese Rübe hast du aber ordentlich ausgequetscht. Oh no. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen, ne? Ich weiß es nicht, Leute. Habt ihr eine Idee? Nee, das haben wir ja alle schon gemacht. Oh, da war so klein alles. Waren da irgendwie noch andere Welten, wo es grün war und wo man was gefehlt hat oder so? Aber ich meine, da fehlt ja auch ein Farbstern noch ein ganzer, ne? Ja, eben. Können wir hier was mit der Lupe machen? Oder Baum? Komm, die wollen jetzt angreifen, oder? Das ist nämlich gut. Oder Dummheit. Das sind Käfers. Käfers ist. Vielleicht rein. Oh! Ah, guck da mal. Da waren wir ja noch nicht, weil wir zu groß waren. Ja, siehst du, ich hab mir gedacht, irgendwas ist hier noch. Ja, ich meine, da war noch, wenn noch ein paar Abstand fehlt, dann muss ja noch. Die Lupe. Sehr gut. Die Röhre nämlich, ich wusste noch, da war irgendwas, was man. Deswegen habe ich gleich dran gedacht. Oh nein, die habe ich ja nicht mehr. Du hast sie doch eben. Oh nein. Oh Mann. So doof, weißt du, jetzt habe ich sie wieder. Wie tausendmal die Lupe. Ich sage, ich fände es cool, wenn man die immer dabei hat. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ne, im Part. Und man muss die einfach nur dann irgendwann benutzen und dann hat man sie wieder. Ja. Also, wie soll ich sagen, gegen Geld. Da kannst du Geld einsetzen und dann hast du die immer. Im Prinzip wäre das halt genau das Gleiche, nur ohne viel Hin- und Herrennerei. Ja, es wäre halt echt ein bisschen cooler gewesen von den Entwicklern. Der Nintendo macht es doch. Hätte ich nicht dran gedacht, aber ich habe mir gedacht, dass wir die noch brauchen. Das hätte ich jetzt nicht das Geld, dann könnte ich mir die nicht kaufen und dann wäre alles wieder für euch. Müssen wir erst nochmal irgendwie farmen. Eben. Das sind echt nur drei Karten. Haben wir alles. Gucken, was da noch so kommt. Nicht mehr viel, glaube ich. Ist hier noch der grüne Farbstein, der ist unten im Wald. Aber noch zwei, drei Level und ist Schluss, dann müsste eigentlich Bowser kommen. Ich find's auch okay so, also wir haben jetzt echt über 30 Stunden schon, ne? Ah, also... Über 30 Stunden. Aber das Spiel macht immer noch Spaß. Ich find's super, es macht echt Spaß, ja. Du kannst Dinge angucken. Wow. Was geben wir den Kindern mit auf den Weg? Geh noch raus. Ja, ja. Der Vulkan, ich meine, muss man alles holen, alle Sterne? Naja, du kriegst wahrscheinlich dann noch
Schnick, Schnack, Schnucker reden, ne? Da kommst du ja auch nur hin, wenn du... Ich meine, ob die kleinen Sterne jetzt noch... Ich hab den Rettich weggemacht. Das gefällt mir nicht. Wow. Die große Röhre, dass sie so klein geworden ist, finde ich lustig. Dem Rettich. Ja, Hochhammer will ich nicht. Ui. Oh, der Wechsel jetzt von riesig groß zu winzig klein. Total geil. Ja, alles so spitz gehen, so Sachen. Für die Gemeinen, ne? Ja. Wir können die gar nichts hier, zu klein. Aber sie denken, dass sie können. Oh, die Perspektive hier auch, siehst du? Mie, mie, mie. Schnipp, schnipp. So. Die Lupe! Jetzt ist die Röhre groß. Immer so pixelig. Geil. War gut. Und jetzt bin ich dran. Oh, jetzt sollte sie groß genug sein. So, jetzt sollte sie groß. So. Da ist jetzt bestimmt der Stern direkt einfach so greifbar. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ganz genau. Oh, da ist er ja. Was für ein Glück, dieser Farbstern ist ja ganz schön tief im Wald versteckt. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, ich kam weg. Ich hab ihn gesehen, hast du auch gesehen? Ich hab ihn auch gesehen. Was ist los, Mario? Schnapp ihn dir dann weiter. Ja, mach doch. Ich erwarte hier keine Probleme, aber vielleicht sehe ich die Sache auch durch eine rosarote Brille. Na, rosarot, Farbe und so, pa. Mach du erst mal bessere Wortspiele. Nein! Oh nein! Geh doch einfach zu dem Stern! Hm, ich hasse Comic. Ach, Mario, sieh mal eine an! Oh, jetzt kämpft er persönlich. Ich habe jetzt gehört, dass du auch wieder mitmischst. Ja, mitmischen. Du suchst diese großen Farbstelle, reist durch die Welt. Seine Kleinfarbigkeit Bowser hat viel Mühe darauf verwendet, die Farbsterne zu verstreuen und du versuchst seine ganze Arbeit zu ruinieren. Wie immer eben. Du hast uns immer wieder besiegt und möglicherweise habe ich das schon bei anderer Gelegenheit gesagt, aber diesmal nicht. Wenn ich mit dir fertig bin, bist du Konfetti und zwar Konfetti für die Siegesparade unseres furchtlosen Anführers Bowser. Du magst dich für eine große Nummer halten, aber meine Magie wird dich so klein mit Hut machen. Hehehehe. Leiden, er will uns schrumpfen, oder? Versuch's doch. Du wirst dir wünschen, nie gedruckt worden zu sein. Echt große Worte für einen Eimer. Aber Mario weiß man nie. Mal sehen, wie euch meine Magie schmeckt. Oh nein. Darauf war ich nie vorbereitet. Ich hasse Klammer. Kihihi. Mario wird nie. Oh. Ach ja, das ist ja nett. Manchmal irgendwelche Riesenwaffen. Wie putzig. Na, kannst du jetzt noch Gumbas platt machen, du kleiner gieriger Münzendieb. Wahre Macht braucht keinen materiellen Reichtum. Oh ja, ich sehe meine Karten. Ah, ich sehe meine Karten nicht. Ganz hinten die Linkskarten, oder? Die Superkarten, meinst du? Ja. Die kriegen eh wieder Geld. Neue kaufen. Nee, warte mal. Auf die Farbe. Weggeht. Ich nehme jetzt Blumen am besten, oder? Ich würde die Linkskarten nehmen. Das ist eine Eisblume. Nee. Ich glaube, Eisblumen nehmen noch mehr Farbe. Dann nimm dir gleich die Karten mit. Nehmen wir eine Feuerblume. Oh, oh, alles raus. Oh, Katharinchen, sehr gut. Ja. Was zur Hölle? Ich habe gedrückt. Ich würde mehr Dingskarten nehmen. Was willst du? Die ganzen mehr Superkarten. Dinge, ja. Ich weiß nicht. So viel brauchen wir von ihm. Sicher? Wann denn? Das macht ihm gar nichts, guck. Doch, das macht ihm voll was. Das geht ja. Das ist geil. Kiki, du hast nur Karten 6. Was? Warum habe ich nur 6 Karten? Deine anderen Karten siehst du niemals wieder, außer du gewinnst den Kampf. Oh nein. Okay. Was ist denn der Rotz? Oh nein. Doch, das ist gut. Ich weiß ja nicht. Doch, das ist gut. Aber die guten Karten. Dann kaufen wir die halt wieder. Wir gewinnen eh wieder Geld. Vor allem, wenn es jetzt alles Heilkarten gewesen wären, ne? Ja.
Klatsch. Der ist so. Hast du den Typ. Hoffentlich war es das dann mit dem, ne? Klatsch. War das aber nicht. Was soll man machen? Bleibt es ja nicht hier, oder? Der Typ, der ist so widerlich. Bin nervig. Wurzel, Wurzel. Oh nein, guck mal, das sieht nicht so viel ab. Ja, aber das hört sich auch mal so gut. Und das. Hab ihn gleich. Das zieht er nicht ganz so viel ab. Ja, für dich gibt's nur abgenutzten Schuh. Oh nein. Na dann. Ich hab noch vor lange nicht mehr. Ich war die ersten Karten, die wir hatten. Nein, das zieht nichts ab jetzt, ne? Ein bisschen halt, oder? Ich kann nicht mal alle treffen. Warum? Aber wir haben ihn gleich. Es sind aber nur drei Schuhe. Wir haben nicht mehr. Ja, danach müssen wir noch was anderes einfallen lassen. Ich habe jetzt bestimmt Game Over, das werde ich mit dir machen. Weißt du? Ja, pass auf. Boah, wäre das mies. Wir hätten schon viel mehr Schaden machen, das wir nehmen. Schon wieder? Ich drück doch. Das ist er, der macht nicht alle. Oh, Spaß. Hehehe, deine Karten sind jetzt weg. Was? Die Karten hast du nicht mehr gebraucht, oder? Hier bleibt doch immer das Kartenrad. Mhm. Hoffentlich bekommst du auch eine brauchbare Karte. Hehehe. Ah, okay. Also können das mit. Ja, gut, es gibt Schlimmeres, ne? Den Ventilator. Oh nein, ich hab mal einen Schuh. Scheiße. Egal. Wir haben ihn bald, alles gut. Das ist trotzdem voll widerlich, Mann. Mhm. Nicht alles geblockt, ne? Ja. Ja, die Ballons sind doof. Mach mal irgendeine Schadenskarte. Mhm. Emma. Immerhin. Müsste vielleicht reichen. Mhm. Ah, das ist ein dummer Kampf. Unerwartet. Mann. Ja, wir haben ihn. Ja, hä? Nein, aber... Ich hab mich zu sehr auf Mario konzentriert. Meine ganze Farbe ist weg. Das sind wohl deine letzten Worte, Kamek, will sie mitbedacht. Also, hey, ich hab heute Morgen meine Haustür abgeschlossen. Ah, nein! Dein Fluch, Mario, ich werde dafür sorgen, dass du für immer in diesem Wald gefangen bist. Ich werde dich so groß machen, dass du nie wieder in eine Röhre passt. Kihihi. Oh, wow. Wow. Normalgröße. Oh, meine Kraft hat nur gereicht, um dich wieder auf Normalgröße zu bringen. Ich fress meinen Besen. Mein Glück. Oh. Bevor die werden jetzt alle weg. Die ganzen teuren Karten. Meine Macht verloren! Mein attraktives Antlitz farblos. Wie ein gebleichter Buhu auf einem blassen Blooper. Mal sehen. Versuch das schnell 10 Mal hintereinander zu sagen. Ach, wahrscheinlich würdest du sogar das schaffen. Du bist eine harte Nuss, Mario. Meine Magie, die in einem führenden Lokalblatt als Potpourri des Chaos bezeichnet wurde, war nicht genug, um dich aufzuhalten. Du hast meinen neu gefundenen Respekt. Du verdienst das hier mehr als ich. Okay. Oh. Oh, 4 Kartenglitze. Krass. Alter. Oh, damit kannst du im Kampf jede Runde eine Karte mehr ausspielen als zuvor. Danke, Kamek. Aber das macht deine schlimmen Taten nicht wieder gut. Der Wald hat immer noch die falsche Größe. Hast du gehört? Wow. Oh nein. Anscheinend nicht. Oh, wie gemein. Okay, anscheinend war er doch nicht so ein Arsch. Ja. Ich meine, immerhin. Ja, aber immerhin hat er uns jetzt noch so ein Kartendeck geschenkt. Oh nein. Oh nein, hast du gesehen? Muss es dann wohl machen, aufklären. Nicht jetzt.
Nein, nicht jetzt. Weil wir gehen jetzt bald ins Kino, Leute. Danke fürs Zusehen. Ja. Wir sehen uns wieder zu Paper Mario Color Splash. Aber erstmal, puff, nächstes Gebiet. Was da heißt, weiß ich nicht. Magwälder. Ja, lieber als Lavawelten, da gebe ich dir recht. Alles klar, dann macht's gut. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Oh nein, ich will das nicht. Ja, bis dann.